Der Julian ist jetzt noch hier. Hallo. So, wir sind im Homeoffice bei Rico zu Hause. Herzlich willkommen beim neuen weiteren Video der Firma Autogesellschaft. Und zwar, heute geht es um heiße WhatsApp-Deals, die leider zurzeit nicht mehr so heiß sind. Wenn der Markt, also die Preise steigen, bis das quasi in den Köpfen oder fallen, das kann auch das Gegenteil sein. Jetzt ist gerade das Gegenteil, es fällt halt wieder die Preise für die Gebrauchtfahrzeuge. Dauert es eine Weile, bis es in den Köpfen der Verbraucher angekommen ist. Und ihr wisst ja, dass ich mit diesem tollen roten Telefon, ich versuche das kurz zu erklären, Ankäufe von euch bearbeite, sprich Fahrzeuge, die mir angeboten werden, kurz per WhatsApp, Bilder, Fahrzeugschein, paar Eckdaten dazu und dann schaue ich, ob das passt oder nicht. Ich werde den WhatsApp-Zukauf einstellen, aus dem ganz einfachen und simplen Grund. Ich mache das immer noch per se alleine. Wir machen das, wir haben gerade mal geschaut, seit Ende Februar 2022. Das sind jetzt also gut, ein und dreiviertel Jahr. In den ein und dreiviertel Jahr habe ich, glaube ich, roundabout über 10.000 Fahrzeuge angeboten bekommen und auch bearbeitet oder sagen wir so 95% selbst bearbeitet. Mittlerweile ist es so, dass ich mir mal den Kosten-Nutzen-Faktor angeschaut habe, also wie viele Anfragen kommen, wie viel bearbeite ich, was kommt dabei raus. Und der liegt mittlerweile im unter 3% Bereich, dass ich sage, es lohnt einfach wirtschaftlich nicht mehr, das mit meiner relativ begrenzten, also in meinem Fall begrenzten Zeit, weiter sinnvoll zu betreiben. Hier sind die Chats. Das ist jetzt übrigens, wir machen schon seit fast zweieinhalb Wochen keine Werbung mehr dafür. Das wird auch das letzte Video sein, was wir dazu jetzt machen für die nächste Zeit, also für geraume Zeit. Wir gucken jetzt hier auch dann gleich nochmal ein bisschen durch, ob noch irgendwas Schönes dabei ist, irgendwo, wo wir sagen, okay, könnte vielleicht spannend sein für uns zum Kaufen oder nicht. Meine Zeit ist halt begrenzt. Wir haben jetzt vor einiger Zeit jetzt auch wieder angefangen, für TV-Sender was zu produzieren und so weiter und so fort. Da soll auch wieder mehr kommen. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Das haben wir jetzt probeweise schon ein bisschen was gemacht. Deswegen habe ich mir überlegt, ich verbringe lieber mehr Zeit mit meiner Family, habe lieber mal das Telefon weniger in der Hand und bin vielleicht mal eine halbe Stunde eher zu Hause, bevor ich hier auf gut Deutsch gesagt mich da weiter meine Energie reinsetze. Und am Ende jetzt seit wirklich kein Scheiß, ist nicht erst, dass ich sage, seit drei Wochen oder so läuft das schlecht. Nee. Das läuft schon wirklich seit, kannst du sagen, Juli war der Umbruch. Also Juli, ich habe nachgeschaut, weil wir so die letzten Autos richtig gekauft haben. Also im Juni haben wir die letzten Ankäufe fertig gemacht und dann haben wir im Juli abgeholt. Das heißt aber August, September, Oktober, wir haben jetzt Ende Oktober, ist einfach null, quasi null rausgekommen dabei. Dass ich halt sage, okay, also drei Monate lang quasi immer wieder Zeit reingesteckt, aber es ist halt nichts bei rumgekommen, dass ich sage, okay, ist wahrscheinlich jetzt einfach die Zeit da, dass man sagt, okay, wir legen das jetzt auf Eis und warten ab, was passiert, wie sich der Markt entwickelt, wie der Markt reagiert und starten eventuell nächstes Jahr mit neuen Ideen, mit neuen Prozessen, vielleicht mit einer Person, die das auch richtig machen kann und nicht bloß so wie ich jetzt nebenher, so stiefmütterlich mäßig mit Autoantworten. Das geht halt zeitlich einfach nie anders. Und ihr müsst auch bitte Folgendes euch mal reinziehen. Ich bekomme hier leider nicht nur Fahrzeugangebote, ich kriege hier alles Mögliche teilweise hingeschickt. Von irgendwelchen Kooperationsangeboten, was ja ganz nett ist, bis hin zu ich habe ein Problem mit meinem Auto oder was ist denn deine Meinung dazu? Und da hast du wirklich alles dabei. Alles, ja. Auch von anderen Händlern kriegt man da Autos angeboten. Manchmal wäre schon irgendwelche Zwingerclub-Chats mit reingeladen und so ein Case, wo ich so denke, also, was ist los? Übrigens, noch darüber hinaus hast du halt oft das Problem, dass manche irgendwie, weiß ich nicht richtig abgeholt fühlen, nenne ich es jetzt einfach mal, oder vielleicht nicht einfach genug die Aufmerksamkeit erhalten haben, die sie gern gehabt hätten, dass man dann eben auch noch Negativbewertungen bekommt, weil man mit Autoantworten antwortet oder auf Deutsch gesagt das Auto salopp gesprochen abgelehnt hat zum Ankauf. Wir haben zum Beispiel einen vorgefertigten Textbaustein, weil ich es einfach ohne mehr schaffe. Das liegt einfach auch an der Geschwindigkeit, die du an den Tag legen musst, damit du auch mal fertig wirst und hier auch mal Land siehst. Habe ich jetzt zum Beispiel hier Antworten, ich zeige es euch jetzt einfach mal, ich gehe jetzt mal hier auf Antwort. Na, zum Beispiel, Moin, ist aktuell leider nichts für uns. Danke für dein Angebot. Beste Grüße. So, ne, das ist quasi, wenn ich reinschaue ins Auto, ich sehe, was ich die Bilder, ich sehe die Fahrzeugdaten, sehe den Fahrzeugschein, sehe die Motorisierung, sehe die Laufleistung, sehe den Preis und weiß schon, es ist sinnlos. Also ich brauche da nicht anfangen, jetzt irgendwelche schwachsinnigen Angebote abzugeben, die so weit von der, oder zu weit einfach von dem, mit dem auseinanderklafft, was der Kunde sich so vorstellt. Der Kunde will 50.000 Euro für sein C63T-Modell mal als Beispiel und ich weiß, ich kann als Händler 42.000 geben, lass ich es bleiben. Das macht keinen Sinn. Weißt du, wenn wir so 2.000, 3.000 auseinander sind, dann kann man vielleicht nochmal sagen, okay, komm, was wäre denn für dich noch preislich denkbar, wo wir hinkommen können, da habe ich auch einen Textbaustein, den ich dann rausschicke. Manchmal antworte ich auch per Sprachnachricht, was dann
am sinnvollsten oder am besten funktioniert. Wenn ich denke, wir sind sehr nah beieinander, dass man irgendwo sich zusammenfinden kann. Aber wo ich sehe, ist einfach astronomisch VK, Händler VK, und ich werde es dann gleich sehen, wie viel Händler VK hier dabei ist. Da brauche ich nie anfangen. Also ich muss meine Handelsmarge haben. Da fühlt sich halt so mancher eben auf Deutsch gesagt nie abgeholt, vom Kopf gestoßen, weiß der Geier was. Und zum Dank, weil du dich eben damit auch auseinandersetzt. Also ich soll jetzt kein Jammer sein, ist einfach die Realität, ist einfach die Wahrheit. Bekommst du dann eben Bewertungen reingeballert. Ja? Da habe ich hier eine Ein-Sterne-Bewertung bekommen. Ich schreibe wirklich selten negative Bewertungen. In diesem Fall ist es leider unabdingbar. Stetig läuft seitens DRG Werbung, dass man Fahrzeuge ankaufen möchte und dringend Fahrzeuge benötigt. Also sprich, die Ankaufswerbung läuft nun schon seit geraumer Zeit jetzt nicht mehr. Aber natürlich ist die Werbung in den Altvideos immer noch drin. Ne? Lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern. Wenn man sich nun als Verkäufer die Mühe macht und der DRG Fahrzeuge anbietet, darf man sich mit automatisierten Antworten, in Klammern, ich vermute Chatbot, tut mir leid, der Chatbot bin ich. Das funktioniert halt leider nicht voll automatisiert, ja, dass das WhatsApp erkannt, ob das Auto interessant ist oder nicht, sondern das muss sich schon noch händisch jemand angucken, in dem Fall dann ich. Also zumindest hat man offensichtlich auch geantwortet, sonst würde er das ja nicht schreiben und kommt zu gar keinem Ergebnis. Das Ergebnis war, ich habe mir so angeguckt, dass ich das direkt abgelehnt habe, das Auto. Von vornherein wurden 4.000 bis 5.000 € Handelsmarge angeboten gegenüber der DRG. Erstmal vielen Dank für das großzügige Angebot, aber ich kalkuliere meine Preise immer noch grundlegend selbst und benutze mein Köpfchen immer noch für mich eigenständig zum Denken. Wenn ich dann anderen das Denken überlasse, dann kann ich einfach auch zu Hause bleiben. Da kann ich es so einfach lassen. Also ich weiß nicht so richtig, was dazu sagen soll, so richtig. Da fällt mir da manchmal auch nichts so richtig ein. Wenn ein Preis nicht passt, alles nachvollziehbar und verständlich, aber diese automatisierten Antworten sind leider absoluter Unfug. Ja, dann machen wir doch mal einen gescheiten, besseren Vorschlag, wie man das über WhatsApp zum Beispiel in dem Prozess lösen kann, der kein Unfug ist aus deiner Sicht heraus. Das frisst einfach nur wertvolle Zeit und bringt am Ende keinem etwas für diesen katastrophalen Prozess, daher einen von 5 Sternen. Also ich finde den Prozess ganz im Gegenteil, alles andere als katastrophal, weil er hat relativ zügig eine Antwort bekommen, nur hat ihm die Antwort offensichtlich nicht gefallen. Das ist das Problem. Was darüber noch jetzt erschwerend hinzukam, ist einfach die Tatsache, dass die Autos, die wir gekauft haben, schon Kaufverträge fertig gemacht, also sprich, der Kunde hat uns die Daten übermittelt, der hat und wir haben da einen Prozess hinten raus, wo dann ein Zustandsbericht vom Kunden ausgefüllt werden muss. Das war alles schon fertig, der Ankauf war daraufhin gemacht, geschrieben, unterschrieben und der Kunde sagt dir, nachdem du die Abholung mit dem Logistiker schon eingeplant hast, da den Transportauftrag händisch ausgelöst hast, sagt dir der Kunde einfach ab. Also da hatten wir dann, ich glaube, die letzten Ankäufe waren irgendwie 5 Stück und davon sind dann 3 ähnlich so gelaufen. Das war auch so ein Thema, wo ich gesagt habe, komm. Das ist einfach qualitativ so schlecht gerade, was auch die Zuverlässigkeit der Kunden angeht, dass ich da einfach jetzt keine Nerven mehr habe, dort weiter meine Energie reinzuschießen. Aber der Seppi, der ist mir richtig sympathisch, den seine Bewertung gefällt mir richtig gut. In Stand hat er natürlich gegeben, was auch sonst. Die Ankaufspreise sind schon so dreist, dass die selber nicht mal einen Preis nennen wollen und einen Verkaufspreis von dir hören wollen. Wahrscheinlich schämen die sich selber, eine Zahl zu nennen. Ist halt darauf ausgerichtet, von dummen Zuschauer-Fanboys Billigautos zu kaufen. 30% Verkaufspreis in etwa und damit einen fetten Reibach zu erzielen. Also, ich lese so, wie es hier steht. Ja? Bei einem Verkaufspreis von 40.000 Euro oder 40.000, schreibt er, könnt ihr 30.000 im Ankauf erwerben. Dann zahlt, wir kaufen ein Auto mehr. Die haben aber auch keinen YouTube-Kanal mit Fanboys. Mathematik, ne? Da war ich ja so okay drauf, ne? Wenn der sagt, er hat 40.000 Verkaufspreis und man kann nur 30 erwarten und wir sind darauf ausgerichtet, 30% unterm Verkaufspreis, wie er schreibt, zu kaufen, dann sind ich ja bei 28. Dann wäre 30 ein guter Ankaufspreis, oder ne? Nee, lange Rede, gar keinen Sinn. Um ehrlich zu sein, habe ich da wahrscheinlich auch selbige Antwort abgegeben. Dass es halt einfach ein interessantes, oft gut deutsch gesagt, das Auto zu kaufen oder das Auto für uns einfach nie in Frage kommt, das ist vielleicht eher besser umschrieben. Dann frage ich mich immer, warum die Leute dann sich da dreistet fühlen oder genötigt fühlen, so einen Käse zu schreiben. Also das verstehe ich wirklich gar nicht. Dann lasse ich es lieber einfach bleiben und gucke in der Auktion oder fische mir vom Markt das weg, wo ich weiß, das passt von vornherein eher.
Na, als jetzt hier darauf dann ewig Energie reinzusetzen. Und ich denke, jetzt haben wir genug über diesen Bullshit gelabert. So, und jetzt habe ich hier zum Beispiel haben wir eine S-Klasse bekommen. So, Freunde, jetzt guckt euch das mal an. So, ich gehe mal auf alles akzeptieren. S450 in Silbrig Facelift, 10.900 Kilometer aus 10, 2018, 367 PS, ist ja ein Sechszylinder. Kommen wir mal zu den Hard Facts. Ist silbern, das Ding hat kein Sportpaket. Hat kein Bohrmeister und da ist schon Feierabend, sag ich so, wie es ist. Und was soll ich damit machen als Händler? Ehrlich jetzt, was? Er schreibt vielleicht noch einen anderen Preis hier rein. Preisvorstellung 55, also er geht von sich aus 8.000 Euro runter. Sehr großzügiges Angebot, ist für mich aber als Händler uninteressant, weil ich denke, dass irgendwo für eine silberne S-Klasse 450er ohne Mehrwertsteuer ausweisbar, das macht leider keinen Sinn. Also ich denke, das wären die meisten. Wo du brauchst nicht anfangen, mich damit auseinanderzusetzen, das bei Mobile einzuklempern, wie sich aus dem Hut, dass das nie funktionieren wird. Schreib mir mal in die Kommentare, was ist ein realistischer Verkauf für das Ding? Ja, Sitzklima nicht, Bohrmeister nicht, Panhood nicht, Standheizung nicht. So, was gibst du dafür aus als Händler? Bei übrigens EKF-Finanzierungszins aktuell 4,5% über den Euribor und du musst nochmal Minimum 3% EK-Zins draufrechnen. Das heißt also 7,5% Zinsen zahlst du für das Auto. Wie viel gibst du aus? Wie lange würdest du die Standzeit einschätzen? Wie hoch werden die Kosten sein? Ich denke, die Kosten werden nicht so hoch sein. Ich denke, wahrscheinlich sind die Reifen alt, die wirst du wahrscheinlich schon irgendwann mal neu machen müssen. Inspektion scheint ja fit zu sein, aber wie schätzt du das ein? Was muss man ausgeben? Was kann man ausgeben? Was muss man dran schreiben, damit es sich rechnet? Also ich bin hier raus. So, jetzt haben wir hier, der hat heute schon bei uns in der Firma angerufen. Ein 126er, der soll irgendwie aus erster Hand sein. 103.000 Kilometer runter. Ist ein 280er, glaube ich, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Coole Farbe auf jeden Fall. Erste Hand ist halt schon krass. Schiebedach drin, ist glaube ich eine Buchhalterausstattung, ne? Obwohl er hat Leder drin. Hinten Kurbeln, vorne wahrscheinlich auch. Genau, Bingo, keine Klima. Also, boah, okay, Schiebedach, Leder und Sitzheizung sehe ich. Aber ansonsten keiner zu Hause. Aber Holz sieht noch gut aus. Das Leder sieht auch fit aus. Boah, schon ein cooler 126er. Elektrische Sitze. Barockfelge drauf. Musst du dir aber auch angucken, das Ding. Ne? Muss jemand hinfahren, sich die Karre angucken. Wie oft hat man das schon, dass das dann doch nicht so geil war, wie gedacht? Dass dann doch irgendwie irgendwas an dem Ding noch gammelig war. Moin, moin, interessantes Auto auf jeden Fall. Hast du da vielleicht noch ein paar Detailinfos für mich? Gibt es ein Checkheft dazu? Der soll ja aus erster Hand sein, habe ich dunkel in Erinnerung. Kannst du mir vielleicht Briefscheiben mal rumschicken? Dann würde ich mir das gerne mal anschauen. Ich danke dir. Weil das hat einfach den Hintergrund, der sagt der erste Hand, dann guckst du in den Brief und stellst fest, ach so, ist doch schon dritte. Wie oft hat man das schon? Also wirklich schon sehr oft. Wirklich sehr, sehr oft. So, was haben wir jetzt hier? Einen 5er E34 in Schwarz. Boah, guck mal das alte Kennzeichen an. Geil. Ja, getönte Rücklichter. Das müssten 17 Zoll Felgen sein auf dem Ding. Die gab es, glaube ich, damals zu kaufen. Ist ein handgeklöppelter. Schönes Auto, Schiebedach. Guck mal, hier der alte Fahrzeugschein. Da. Wie mega ist denn das? Aber da kann man den mal rumdrehen. Zweite Hand, 205.000 runter. Ja, pass auf, das Old- und Youngtimer haben halt einfach zu viel. Aktuell können wir jetzt wirklich, auch wenn es ein schönes Auto ist und mich das so jucken würde, aber wir haben wirklich, wir gehen in Richtung Winter, wir haben so viel Zeug noch rumstehen, was bearbeitet werden muss, bringt uns einfach nichts. Der würde dann mit den anderen draußen irgendwo rumgammeln. Wir gucken jetzt, dass wir die Autos alle verteilt kriegen in ihre Winterlager und Winterquartiere und die nach und nach über den Winter fertig machen, dass wir sie im Frühjahr verkaufen können. Aber das kann ich sie noch mehr zustellen, das funktioniert wirklich einfach nie. Deswegen muss ich das leider absagen. Was haben wir jetzt hier als nächstes? Was haben wir hier denn? Mitsubishi sieht aus wie irgendein Outlander oder L200 oder sowas. Outlander. Alter, der W-Label, wie sieht denn der aus? Das sieht aus wie so ein Sexspielzeug. Guck mal. Ein alter Verwalter. Okay, gut. Lange Rede, gar keinen Sinn. Was haben wir hier? Ein 2020er mit irgendeiner Hybrid-Technologie mit drin. Costa di Quanda. Gibt es da irgendeinen Preis dazu? Nö. Na, und unsere Antwort ist übrigens, ne? Willkommen bei der Autogesellschaft. Danke für die Zusendung. Bla bla blub. Bis 90.000 Kilometer. Sylt, laber laber. Und es steht drin, es werden ausschließlich Fahrzeuge bewertet, wenn folgende Informationen vollständig vorliegend sind. Und zwar Fahrzeugschein, Fahrzeugbilder, aktuelle Beschädigung, Anzahl Halter, Infos zur Unfallfreiheit
und Preisvorstellungen. Habe ich jetzt hier nichts bekommen? Jetzt fangen wir das Spiel wieder an. Jetzt frage ich, Preisfrage, habe ich hier schon vorgefertigt, weil wie oft ich das schon rausgeschickt habe. Dann kommt oftmals als Antwort, ja, halt dich fest, leg dich hin, es wird lustig, was würdest du zahlen? Ja, wirklich, kein Scheiß, das kommt sehr häufig als Antwort, sehr, sehr oft. Dann antworte ich, wir machen keine Preisangebote und dann kommen die meisten dann mit irgendwas um die Ecke. Ne? Wie auch immer. Jedenfalls hat sich hier jetzt offensichtlich noch jemand, 3.9., okay. So, da hatte uns jemand hier am 3.9. ein Dacia angeboten. Ein Docker Stepbase, wie das aussieht. Wollte irgendwie 15, 16 Mille dafür, das sind 96 kW Benzin. Laufleistung sehe ich jetzt nicht mehr. Und das war Anfang September, also 3.9. Da habe ich ihm 13,5 angeboten für das Teil. Und da hat er gemeint, es wäre ihm zu wenig. Und da habe ich ihn dann gefragt, was wäre denn okay? Das war am 7.9. Heute haben wir den 26.10. Und jetzt schreibt er mit 14,7 könnte man leben. Ja, das ist nur 6 Wochen her. Jetzt kannst du das Ding nochmal von vorne bewerten. Das sind 2020er. Da hängt genau ein Kabel davor. Ich frage ihn mal, ob das Ding eine Klima hat. Weil, wenn er nämlich eine Klima hat, ist es wahrscheinlich noch irgendwie okay. Weil die hätte ich nämlich, um ehrlich zu sein, bei meiner Bewertung übersehen, dass er keine hat im Zweifel, ne? Deswegen frage ich ihn jetzt mal. Gut, dass er nicht drauf eingeschlagen hat. Sonst hätte ich hier, glaube ich, einen Fehler gemacht. Weil ich bin mir relativ sicher, dass es das Ding mit und ohne Klima gibt. C43, Limousine. Aus 2019 ist der. Zwei Besitzer, unfallfrei. BBS, CHR, 52.000 Euro. Mit Night-Paket, Keyless-Sig. Verkaufen würde er sich mit Originalrad auf jeden Fall besser, kann ich jetzt schon sagen. Zubehörräder sind, oh, wenn sie vom BBS sind, bei so jungen neuen Fahrzeugen eher schwierig. Er ist gut ausgestattet, hat Memory auf beiden Seiten, hat Burmester, hat Virtual Cockpit. Hier ist komplett einer zu Hause, hier links. Ne? Da ist eigentlich alles soweit da: Spurhalte, Head-Up-Display, parken kann er, lenken kann er, also fragen ihn nach Sonnenschein. Kann alles außer fliegen und essen kochen. Aber ich sehe auch hier keine wirklich potenzielle Verdienstmöglichkeit, sage ich ganz ehrlich. Beziehen wir uns jetzt auch nochmal schnell mit rein. Ich finde den nicht uninteressant, aber gerade so hochpreisige Autos sind aktuell nicht sonderlich gefragt. Aus es sei denn, sie haben eine Mehrwertsteuer, dann kann es eventuell noch sein, das Ding geht noch ins Ausland, aber ansonsten ist das Potenzial gerade gering. So, 43er Limo. Wir suchen mal ab Ende 18, da gab es ja die ersten Modelle als Facelift. Suchen mal bis 70.000 Kilometer. 390 PS haben die Dinger. Und wir statten den mal ein bisschen aus. Weil sonst hast du da so eine halbnackige Mutti, das kannst du dann zum Vergleich ohne heranholen. Aber ich denke, ins Verhältnis zum EK, zum Ertrag, zum Erwartenden passt es nicht in die Welt. Ja, jetzt haben wir natürlich immer so ein kleines, ist bestimmt euch auch schon aufgefallen, mobile.de. Ja, inseriert jetzt hier so gesponserte Inserate, machen andere ja auch. Ne? Also Autoscout und Co. sind da schon länger dabei mit solchen Geschichten. Ich finde es halt für mich als Händler irritierend. Ich glaube auch für den Kunden. Ich habe das gestern zum Beispiel oder heute Morgen gehabt. Ich habe einen W204er C-Klasse geprüft. 170 PS Diesel-Handschalter Limousine für irgendwie 7.000, 8.000 Euro. Was kriege ich vorgeschlagen? C-Klassen 3 Jahre alt, 440. So what, Alter? Ich suche eine C-Klasse ab 2009 bis 200.000 Kilometer Diesel und was schlagen die mir vor? 3 Jahre alte C-Klasse irgendwie von 2020, die über 40 Mille kostet. What? Also da haut irgendwas mit dem Algorithmus nicht hin oder wie das da platziert wird, das müsste man dann auch nochmal überarbeiten. Also 52 ist hier ein schöner VK, er hat ihn ja auch selber für 52 im Netz. Also, ja. Warum, wenn ihr einfach das Inserat darüber schickt? So, und jetzt kannst du ausrechnen, Freunde, jetzt wieder die Frage. Was geht man dafür aus? Was kannst du als Händler ausgeben, damit es irgendwie Sinn macht? Weil für 52, sagst du so, wie es ist, hebt da keine Sau sein Beinchen dran. Der nächste kostet hier aus 2020 auch 52.990 Euro. Ist Design und Magnus, so wie das hier aussieht, matt grau, hat Neid, hat Schmiedrad. Wie sieht denn der aus? Oh, Performance-Sitze. Rote Gurte, schön, finde ich gut. Mir gefällt das. Burmester hat er auch, Ambiente hat er, Großnavi Carbon hat er. Hier muss man nur gucken, hier gibt es so viele US-Importe mit Vorschaden. So, lange Rede, gar keinen Sinn, wir gucken mal schnell. Aber ich denke, das ist der VK für das Ding. Und du musst dich ja am Markt positionieren, so dass auch jemand sich für dein Auto tendenziell interessiert und nicht nur irgendwie damit er online steht und schön aussieht im Internet, sondern du willst ja, dass jemand auf Deutsch gesagt sein Beinchen daran hebt. Ist auch nichts für uns, was gibt es jetzt für so ein Ding? Ganz ehrlich, ein geiler VK für so eine Trommel.
da dort eh nicht viel los ist gerade. Guck mal, die Jungs von ASG haben auch so eine Rakete für 43,9, 53,9 mit Schalensitze, Sportabgas und AHK. Sagt mobile.de, erhöhter Preis aktuell. Kommt aber gerade frisch rein, kann sein, die passen die Ausstattung noch an, dann kann das sein, dass das noch grün wird, das Ding hier in der Preisbewertung. Aber 53,9 halte ich auch dort fürs absolute Max, meiner Meinung nach, weil du kriegst schon Facelift-Varianten dann für ein paar Scheinchen mehr gekauft als 63er. Das ist einfach so. Also kriegst du für 5 Scheine mehr. Wenn du irgendwie mit 54 ins Netz gehst, kriegst du für 5, 6.000 Euro mehr, kriegst einen 63er gekauft. Wieso hat der eigentlich okay hier? Na, hast du, guck mal, das ist halt so das Lost. Guck mal hier die Werbung an. Hier wird ein Auto angeboten aus 23 für 89.000 Euro, kommt dann hier in der Werbung. Freunde, das ist einfach nur irritierend und stört. Ich finde es einfach irritierend und störend. Aber wie auch immer. Aber 52, 53, irgendwo dort ist der VK für die Rakete. So sehe ich das. Was gibt es da also dafür? Vielleicht, irgendwo 45, 46 höchstens. Aber ich bin da gar nicht scharf drauf, weil ich weiß genau, das Ding stellst du hin und steht, weil er keine Mehrwertsteuer hat, keine Mehrwertsteuer hat und die Käuferschicht einfach nicht mehr da ist. Wir müssen es mal so hart sagen, wie es ist. Die Käuferschicht ist nicht mehr existent. Also schon noch irgendwie da, irgendwo nirgendwo im World Wide Web. Aber die zögern natürlich alle, weil der Zins einfach zu hoch ist. Weil so ein Auto habe ich vielleicht vor einem Dreivierteljahr, ja, habe ich so ein Ding verkauft über die Rate. Über die Rate habe ich das verkauft für 3, 4, höchstens 500 Euro. Und der Kunde hatte sogar noch bei 500 Euro ohne Anzahlung noch eine vernünftige Tilgung mit dabei. Ja, wenn du so ein Ding für rund um 50 verscherbelt hast. Na, wenn, dann geht es ins Ausland und ohne Steuer lohnt sich es einfach nicht. Wir quatschen viel zu viel über einzelne Autos, das tut mir leid. Dass wir hier nicht weiterkommen, habe ich direkt auch abgesagt. Das ist nichts für uns, das Auto. So, jetzt kommen wir hier zum nächsten Rennwagen offensichtlich. AMG GT. Hier habe ich auch irgendwann mal schon was geantwortet. Ach, nach Bildern von innen gefragt. AMG GT 2018er, 350 kW, 476 PS. Ja. Aus Stuttgart ist 60.000 runter, das Ding. Habe jetzt leider keine Außenbilder hier für euch. Hat Aero-Paket, in Silber Night-Paket, relativ selten. Ja, schöne Kombination, aber hatte sich da irgendwo auch mit 83 positioniert, was glaube ich okay ist, aber würde ich jetzt einfach mir einfach nicht hinstellen vom Winter jetzt. Es geht in die kalte Jahreszeit, die Leute haben andere Sorgen aktuell. Alle Unternehmen scheuen die Investitionen. Also es ist einfach so. Es ist gerade überall Stillstand. Es ist alles, irgendwie steht gerade alles still. Es bewegt sich einfach gerade nichts nach vorne. Keiner sagt jetzt, ich mache jetzt Gönjamin, ich gönn mir einen, ne? Und kaufe mir jetzt einen neuen AMG. Das durch jetzt gerade. Es ist einfach durch. Sag ich so, wie es ist. Deswegen würde ich jetzt, tue ich mich natürlich schwer, so eine Ballerbuden hinzustellen. Die Ballerbuden, die wir jetzt haben, die haben wir jetzt schon vor längerer Zeit gekauft, bis auf einen jetzt. Aber ich bin da aktuell raus. Ich suche Autos gerne lieber bis, wie ich schon erwähnt hatte, 25.000 Euro. E32, 88er. Cooles Auto. Aber habe ich keine Kapazität für aktuell für den Rennwagen? So, next one ist ein V250. Das Fahrzeug gehört meinem Vater. Er selbst fährt einen X550D. Okay, das ist für mich aus dem Kontext. Da muss ich ja manchmal verstehen, was jetzt hier eigentlich Phase ist, was er jetzt mit dem X5 hat. Ob bis ich jetzt geschnallt habe, dass das nie um das Auto geht, sondern um das jetzt hier. Haben wir einen V250. Sieht aus wie lang. Mit Allrad, 190 PS, 50 km. Baumeister sehe ich, paar Assistenzsysteme sehe ich, großes Navi sehe ich. Ist nicht schlecht, zweimal Schiebetür ist auch gut. Sechs Einzelsitze ist auch nicht schlecht, mal was anderes. Hat er das Standheizen dabei? Ne, das hätte jetzt noch rund gemacht. Aber V-Klassen habe ich noch zu stehen, ehrlich jetzt. Also, das ist auch gerade Bewegung gen 0. Das haben wir hier im Polo GT. Fünf Türer, das schön, schöne Felge, sieht cool aus. GT ist quasi so eine Sportvariante, halt mit kleineren Motor. Oder mit leistungsschwächeren Motor, kleiner Serie, nicht unbedingt. 110.000 runter ist nichts für uns. So, hier haben wir einen Honda Civic FK7 Sport. Leider kein Type R, sondern mit 134 PS. Zwei Besitzer, 21,5, 37 runter aus 18. Also ganz ehrlich, ich glaube, dass es auch nicht. Ach doch, Voll-LED-Scheinwerfer, gut. Komm, wir gucken uns das Thema an. Ich würde hier vermuten, dass die Dinger wahrscheinlich für rund 22,9 irgendwo im, was will ich mit Mercedes, 22,9 bis 24,9 im Netz stehen. Irgendwo sowas in der Drehe könnte vielleicht zusammenpassen, das Ding.
Und der passt auch da rein, wo ich ganz gerne die Autos jetzt gern hätte, sozusagen, die wir jetzt zukaufen. Wir glotzen mal, was hier passiert, wenn man LED reinhämmert. Ja, da fallen noch mal ein paar raus. Bisschen nach wie Sitzheizung kann es wahrscheinlich dann alle. Oh, hä? Guck mal, wie viel bei Sitzheizung rausfallen. Das finde ich krass. Wir haben jetzt 50 Autos und ohne Sitzheizung 107. Es kann doch nicht sein, dass die Kiste LED hat, Navi hat und bei Sitzheizung geht die Hälfte nochmal raus. Haben die dann alle Sportsitze? Ah, wahrscheinlich sind dann alles Type R ohne Sitzheizung, dann mit Sportsitz oder was? Mit Schalensitzen oder wie? Wäre jetzt meine Vermutung. Ja, 182 PS, ne? 1,5er VTEC Turbo. Dann kriegst du den ersten als Automatik, was ich tendenziell cool finde, sag ich dir ganz ehrlich. Ich hätte keinen Bock auf Handschalten. Für einen 20er von Private und dann geht's bei 20 los, ne? Jetzt machen wir mal ein Experiment. Jetzt können wir das mal mit der Sitzheizung reinnehmen. Der erste beim Händler kostet einen 20er. Und dann geht es hoch auf 21,9. Ne, ist wohl auch gesponsert. Das nervt. Ja, und dann bist du bei 21,9, irgendwo 22,9. Na, die erste Seite endet bei 22,9. Lohnt sich im Ankauf für das Geld nicht. Muss mal gucken, was mit dem Ding hier so günstig ist. Das ist halt ein normaler, kein Sport, ne? Aber hier war ein Händler dabei. Der verkauft so ein Auto als Sport für einen 20er. Aus 17 zwar, also ein bisschen älter. In Rot. Gibt es nichts zu meckern. Also lohnt sich auch nicht. Ne? Knappe Kiste, könnte man jetzt den Kunden vorschlagen, irgendwas vielleicht 18,5 vielleicht, dass du das Ding für 20,9 zur Not verkaufen kannst oder 19,9, falls keiner will. Das Schöne ist jetzt hier, der ist halt schwarz. Hat die große Felge drauf. Sag mal her, warte mal ganz kurz was gucken. Hier kommt es auf die Feinheiten drauf an. Was haben die für eine Abgasanlage? Gut, das haben die alle hier, die Abgasanlage. Okay, gut, alles klar. Also ich finde ihn grundlegend spannend. Man kann ihn wahrscheinlich für 21,9 kaufen, verkaufen. Denke ich, ist realistisch. Aber ob er sich darauf einlässt, das wäre jetzt die Frage. Das müssten wir jetzt mal abklopfen. Fragen ihn mal nach einer alternativen Preisidee. Übrigens W126. Der heißt so nett und schickt mir das mal rum hier. Und auch wenn die aus der Familie kommen und das vermutlich die Tochter sein wird oder irgendwas, auf die es dann umgeschrieben wurde und stillgelegt übrigens, wenn ich das sehe, 2015, ist es zweite Hand. Völlig egal. Und wenn das Verwandtschaft ersten Grades ist, es ist zweite Hand das Auto. So, es gibt ein Serviceheft dazu, das ist natürlich total cool. Da steht auch echt auch ein bisschen was drin. Müsste man sich da nochmal in Ruhe angucken. Aber scheint einiges da zu sein und diverse Rechnungen und Belege und so ein Zeug. Das ist natürlich schon witzig. Was würdet ihr geben? Ne? Also, deutsches Auto, zweite Hand, Checkheft irgendwie vorhanden. Habe ich mir jetzt nicht im Detail angeschaut. 280er war es, glaube ich. Wenn mich jetzt alles, wenn ich das jetzt noch recht entsinne. Genau, 280er. Und die Frage ist, das ist ja der alte Brief. Was ich jetzt hier noch nie gesehen habe, ist jetzt der aktuelle. Ne, da muss es ja also schon einen neuen Brief geben, weil es gibt ja auch schon einen neuen Schein. Und da kann es also auch sein, dass wenn die das jetzt auf dem Enkel angemeldet haben oder sowas, dann ist halt dritte Hand mittlerweile. So, Freunde, komm, wir machen jetzt nochmal so 1B-Raketen hier. Und dann würde ich sagen, reicht's für heute. Sonst hat er Jürgen wieder zu viel zu schneiden und wird dann einfach nicht mehr froh. Das war dann übrigens auch das letzte Video dazu. Du siehst halt, wie viel Zeit man am Ende doch aufwendet. Ich mache das sonst normalerweise in der dreifachen Geschwindigkeit, keine Frage. Was haben wir jetzt hier? Einen Panamera 4S Diesel 176.000 runder, Preisvorstellung 60. Geiles Auto, ja. Müsste man sich eigentlich wegstellen, so ein Ding heutzutage. Weil noch V8 Diesel. Als S, ne? Die S-Varianten sind ja V8 normalerweise. Aber ist auch nichts für uns. Zu viel Kilometer und nicht das, was wir gerade suchen. Ford Focus RS 2000 MK2. Also, ich denke mal, sieht bestimmt geil aus. Wenn ich die Eintragung hier schon alle sehe, verrückt, guck mal. Da bist du eine Weile dran in der Kontrolle. Ja, sieht geil aus, ja. Ist aber halt sehr speziell, sehr individuell. Ist nichts für uns. Macht bestimmt Mords Gaudi damit zu fahren. Super geil. Aha. Und den geht es noch mit dazu jetzt oder was? Enzo Coupé und ein Mustang? Hä? Okay, Moment. Drei schöne Fahrzeuge, okay. 1er M Coupé, 95 runter, vierte Hand 48k. Die Dinger sind im Preis explodiert, keine Frage. Aber bei vierter Hand bist du beim Sammler raus. Und dann haben wir hier einen Ford Mustang GT. Brauchst du die vor dem Winter leider nicht hinstellen. Haben wir auch schon mehrfach wirklich geübt.
solche Autos hingestellt und die standen den gesamten Winter, wirklich den gesamten Winter, letzten Winter genau in dem Fall. Da waren sogar die Zinsen noch besser. Das Besondere scheint hier zu sein, der hat einen Edelbrock-Kompressor drauf, Recaro Sportstar. Die Sitze sind quasi irgendwie Schalensitze. Alle Fahrzeuge 150. Ja, kannst jetzt mal durchkalkulieren. Der Mustang ist ein 19er, hat 525 kW, also irgendwas um die 700 PS müssen das, glaube ich, sein, oder? So, lange Rede, gar keinen Sinn. Bin ich raus. Ja, das macht jetzt vor dem Winter gar keinen Sinn, sich so eine Raketen hinzustellen. Ich bin hier raus, aber ihr könnt gerne mal eure Meinung kundtun. 525 kW ist auf jeden Fall saftig. Wir hatten ja, wie gesagt, sowas Ähnliches ja schon mal da, was der Hagen ja gekauft hatte. 714 PS. Na, das ist also Kompressor quasi im Low-Boost-Bereich. Ich glaube, da machen die 0,7, 0,6 Bar Ladedruck, glaube ich, in der Drehe. Zwei Autos machen wir jetzt noch und dann ist hier aber in die Fritten. Ich habe eine V-Klasse, die ich verkaufen möchte, da die neue demnächst geliefert wird. 6000 Kilometer. Aus 323. Stoffsitze. Obsidian schwarz. Cool, der hat schon Ermatic, ne? Gab es dann in dem neuen Modell. Oder im Facelift. War das Facelift auch noch ein neues Modell? Ne, das ist noch das alte Modell. Das ist noch das alte Modell, aber Facelift. Mit Ermatic ist natürlich schon lustig, ne? Ja, braucht ein paar Bilder, ne? Grüß dich, danke dir für die Zusendung. Hast du ein paar Bilder und hat der Wagen noch die Mehrwertsteuer drauf? Weil wenn er keine Mehrwertsteuer mehr hat, bin ich raus. So, der Honda Civic Man sagt, ein 20 wäre jetzt noch denkbar. Das ist jetzt so ein Ding. Kommt es darauf an, wie viel Vorbesitzer und wie sieht Checkheft aus und ist er unfallfrei? Wenn das alles safe ist, könnte man sich vielleicht hinreißen lassen zu sagen, nimmst für einen 20 mit, stellst ihn für 23,9 an den Markt und guckst, ob das einer kauft. Aber so ganz in die Welt passen will es nicht, weil du kriegst hier unten einen roten, aber der ist halt allerdings rot, aus 18 mit 30 runter für 22,5. Was du hier noch kalkulieren musst, ist natürlich die Abholung, ne? Bisschen aufbereiten mussten noch. Gut, TÜV müsste man gucken. Na, also du kriegst quasi so ein ähnliches Auto in einer anderen Farbe für 22,5. Also wie ich schon sagte, 19 wäre vielleicht noch denkbar, ne? Wobei schwarz schon schöner ist. Hier unten hast du einen schwarzen, aber das ist dann eine Automatik. Hat zwar mehr runter, aber es ist ein Executive und kein Sport. Hier unten hast du einen Sport in Schwarz für 22,9. Der wäre vergleichbar. 32 runter, also Kilometerstand ähnlich, jüngeres Baujahr 22,9. Also ich sehe das Ding wirklich bei Max 22,9. Das lohnt eigentlich nicht, weil du dann keine Luft mehr hast, auch abzupreisen. Du kannst mit dem Preis dann nicht mehr groß irgendwo hin, wenn du irgendwas mit dem Kunden verkaufen musst oder so, dann erhältst du deine Marge kaum noch. Also eigentlich 19 ist absolut Schmerzgrenze, ne? Und dann haust du halt für 22,850, 22,450 irgendwie ins Netz. Wirst du nach Abzug der Kosten an Personal und den ganzen anderen Käse natürlich nie reich. Aber du kannst zumindest was verkaufen, machst vielleicht eine Finanzierung, vielleicht kriegst du eine Zahlungnahme. Darüber rechnet sich's am Ende dann doch irgendwie, man hofft es zumindest. Ford Kuga ST-Line. Die Dinger gibt es günstig. Auch mit ST-Line, wirklich, ohne Scheiß. Das sind 2019er Allrad, das ist schon mal schön. 129 kW Benzin. Ist eine Automatik, so wie es aussieht, oder? Jo. Automatik, ST-Paket und ja, dann sind die relativ gut ausgestattet. Navi, Xenon und Co. Panoramadach, Keyless. Sieht man relativ häufig im Straßenverkehr, die Dinger. Relativ beliebter SUV mit Heizbarer Frontscheibe, Sitzheizung. Ist eigentlich alles am Start, also Arschgriff für die Mutti und für den Vati. Panoramadach, Keyless, ja, hatte schon gesagt, 22 Mücken. Vorstellung ist auch quasi VK. Ja. Kann man sich natürlich auch ein bisschen ein eigenes Grab schaufeln, wenn man das so will. Ne? Wenn du natürlich den Leuten erklärst, wie man ein Auto bewertet, dann kommen die natürlich noch eher auf den Trichter, was sie für ihr Auto maximal verlangen können. Aber das sind dann halt im Regelfall logischerweise Verkaufspreise. Was ist das denn? Komm, die gucken wir uns an, dann ist aber wirklich Schluss. Jetzt haben wir hier irgendwas Verrücktes: ein 23er Can-Am X3 Maverick XRS Turbo RR Smart Shocks 200 PS. Alter, das ist eine schöne Buchstabensuppe, wie das Ding hier heißt. Also unglaublich. Smart Shocks 09 200, 09er 200 PS. Wer einen Wald hat, wo er langknallen kann, super geile Sache. Neupreis 42, 35,5. Damit kommt man auch von der nassen Wiese runter. Okay. Ich weiß nicht, ob er da jetzt auf irgendwas anspielt mit unserem Land Rover. Ist saugeil, ja, aber was soll ich damit machen? Das ist ja nur für jemanden, was der einen riesigen Wald hat irgendwo, weil du darfst mit dem Ding in den Wald fahren. Wenn ich erwischen, gibt es Ärger. So, außer du bist Jäger.
Ansonsten musst du irgendeinen Bauern kennen und dann den musst du den fragen, darf ich über dein Feld ballern? Ich meine, ich habe ein Feld, ich könnte jetzt darüber ballern, aber wer noch, weißt du, ich meine, was soll ich damit machen? Also, es ist wirklich ein Spaßauto, das ist für mich eher was, wo du am Strand irgendwo langfeuern kannst, durch irgendeinen Steinbruch langknallen. Also, ich hätte da keine Verwendung für. Es ist total lustig, aber ich hätte da wirklich keine Verwendung für. Was wiegt denn das? Das interessiert mich jetzt noch. 794 Kilogramm. Also, Leistungsgewicht, hallo, ne? 200 PS, nicht mal 800 Kilo. Aber macht für mich keinen Sinn. Ich brauche Autos, die ich relativ schnell handeln kann und wieder rumdrehen kann. Übrigens, hier habe ich noch was Verrücktes. Den zeige ich euch noch mal ganz kurz. Mal gucken, ob es das lädt. Das kann natürlich sein, dass es den wieder nicht lädt. Sowas kriege ich auch angeboten in Kommissionen und Vermittlungen sozusagen. Ist in dem Fall ein Shelby Ford Mustang 350 GT. Je nachdem, ob die original sind oder ein Klon. Also ein Klon ist dann quasi ein Nachbau. Hier stehen noch viel lustigere Sachen im Hintergrund übrigens. Würde mich hier ein bisschen mehr kitzeln wahrscheinlich. 964 Cabrio. Das könnte ein Speedstar sein, so wie das Dach aussieht hier hinten. Ne? Wie auch immer. Nee, ist glaube ich aber keiner. Das ist ein normales Cabrio. Geiles Auto, keine Frage. So eine Dinger liegen im Bereich ab 200.000 Euro aufwärts. Ne? Bin ich halt am Grübeln, ob das Sinn macht, sich das hinzustellen, um ehrlich zu sein. Hier steht da noch viel mehr. Hier, guck mal, was hier noch rumdümpelt dort. Ich glaube, das ist sogar die Farbe, welcher der Ford Mustang eigentlich gehabt hätte, der bei uns in so komisch Lark, Gelb, irgendwas bei uns auf dem Hof steht, leider. Das A-Modell sozusagen. Aber da hätte ich echt Sorge, mir das Ding auf den Hof zu stellen, jetzt im Winter. Weil ich glaube, im Winter ist das auch eine schwierige Zeit. Aber wir sehen ja anhand des Rallye-Golfs, dass das Auto ging übrigens nach Zypern, einfach mal nach Zypern über England aufs Schiff und dann nach Zypern runter. Dass du sowas wirklich mehr oder weniger einfach gefühlt oder weltweit verkaufst. Ne? Also es ist schon ein sehr geiles Auto. Wird über 200.000 Euro im VK-Kost liegen. Ich sträube mich noch, mir das hinzustellen, weil der Wert, wenn da irgendwas dran ist, dann ist da irgendein Kratzer dran, dann springt die Karre nicht mehr an und dann geht das Theater los. Er also würde mir das zum Vermitteln hinstellen. Und das Problem ist, kein Quatsch jetzt, guckst du mal in den Markt. So, Handschalter logischerweise. 7 Stück. So, und dann hast du einen Klon, 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 Kopie, Klon, Cobra, Fastback, Umbau, Tribute. So. Na, also der Shelby 350 GT war ja, weil ich das gerade nochmal sehe, war ja irgendwie die Idee von Hertz, der Autovermietung und Ford, der Mo Ford Motor Company, da irgendwie einen coolen Mieter rauszubringen und den irgendwie da an die jungen Leute heranzuführen sozusagen. Und das war eigentlich so eine Mietwagen-Kooperationsidee von Hertz und Ford sozusagen, da was zu reisen. Ich meine, der einzige, der jetzt hier wirklich am Markt steht, kostet 260.000 Euro und verfügbar in 12 Monaten. Also wenn ihr noch so ein Ding haben will, dann gibt's nichts. Ja, vielleicht bald bei der Autogesellschaft, vielleicht rede mit dem Kollegen da einfach nochmal, was wir jetzt machen wollen. Wie es mit der Haftungsfrage ist, weil das sprengt mir dann doch ein bisschen zu sehr den Rahmen. So, Freunde, an der Stelle bin ich jetzt raus. Wie gesagt, vermutlich der letzte Teil jetzt von WhatsApp-Ankäufe oder WhatsApp-Deals. Also nehmt es mir nicht für krumm, nehmt es mir nicht für übel, aber es fehlt mir einfach die Zeit. Ich muss jetzt auch los die Kinder abholen. Bin nämlich auch noch Papa nebenbei, nebenberuflich. Das muss ich jetzt also auch noch der Sache Herr werden und meiner Verpflichtung nachkommen. Das mache ich nämlich auch verdammt gerne. Deswegen bin ich an der Stelle raus. Vergesst das Abonnieren nie. Ja, dass das weiter so fleißig klappt. Das ist schön, das freut uns sehr. Und ich hoffe, ihr freut euch an den Videos. Und bis bald. Tschüss, euer Enrico. Ja, ich habe das Kindergitter zugemacht, damit du nie die Treppe runterfällst. Das ist mir schon wichtig. Schaffst du das oder soll ich dir helfen mit dem Öffnen? Denkst du? Alter, na klar ist das mit Kindersicherung, sonst wäre es ja keine Kindersicherung. So, wir warten noch ungefähr 30 Sekunden. Jetzt kommt er wirklich nicht klar. Junge, was ist los mit dir? Alter, ne. Juri, das Helmpflicht.